Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe es euch gestern schon prophezeit. Heute geht es wahrscheinlich um den, meiner Meinung nach, geilsten Build der Season. Wahrscheinlich nicht der stärkste, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der absolut geilsten Builds. Auf dem Barb wieder geht um Wirbelwind. Wollte ich ja von Anfang an der Season schon mal spielen. Hat leider die ganze Zeit nicht so gut funktioniert. Jetzt mit Blutung und Staubteufel geht der richtig, richtig krass ab. Das werdet ihr gleich auch sehen. Der Vergleich diesmal mit Stufe 61, muss sogar ich sagen, ist irgendwie ein bisschen witzlos, weil er easy peasy 100 und mehr schafft. Gerade auch jetzt mit den Änderungen zu den neuen Bossen. Aber um den Vergleichswert zu haben, werden wir genauso wie alle anderen Bosse, alle anderen Builds hier durch die 61 einmal durchfliegen. Ihr werdet das sehen. Der Build fliegt einfach so durch diesen Dungeon durch. Und ich würde euch empfehlen, auch den Trank zu nehmen, womit man nochmal viel, viel mehr Bewegungsgeschwindigkeit bekommt. Hier diesen Elixier des Schwungs ist mein absolut Favorite auf diesem Bild. Und was ihr macht, ist eigentlich mit Wirbelwind einfach ohne auf Rücksicht auf Verluste, einfach, ihr müsst nicht mal darauf achten, ob die Gegner tot sind oder nicht. Ihr rennt einfach einmal oben rechts die Karte entlang und achtet auf sonst nichts anderes. Ihr müsst nicht auf euer Leben achten, ihr müsst nicht auf das Leben der Gegner achten. Ihr müsst einfach nur mit Wirbelwind so schnell wie möglich hier durchrennen. Und alles Weitere machen wirklich die Staubteufel und die Blutung. Ihr rennt oder ihr wirbelt einmal in die Gegner rein und wirbelt einfach weiter. Und zwischendurch schreit ihr einmal hier komplett rum. Und ja, jetzt sind wir schon durch. Noch nicht mal Zeit, nach einer Minute die erste Ebene durch. So schnell kann ich gar nicht reden, wie wir hier die Gegner besiegen. Aber ihr rennt hier, also ja, was soll ich noch weiter sagen? Ihr seht das schon. Wir rennen einfach durch, ohne, die habe ich jetzt vergessen, da renne ich mal kurz durch. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchrennen, ab und zu schreien und mir nichts, dir nichts. Habt ihr diese Grube Stufe 61 durch? Ich muss wirklich sagen, ich habe nicht krasses Equipment oder so. Ich habe den Build mal wieder an einem Tag gebaut. Ohne irgendwie hart zu suchten oder hart reinzugrinden. Hab nichts gekauft auf Diablo.trade. Hab einfach nur das genommen, was bei mir in der Box sowieso rumlag. Und jetzt beim Boss ist die einzige Besonderheit, da haltet ihr nicht gedrückt den Wirbelwind-Button, sondern spammt den hier, damit mehr Dust Devil kommen und mehr von Tyraels Macht diese Spitzen kommen. Das ist eine kleine Besonderheit bei dem Boss. Aber wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt am besten im Trainingsgelände. Ich glaube, das waren relativ anstrengende erste 3 Minuten, um alles zu verstehen. Deswegen gehen wir hier nochmal Stück für Stück einmal durch, weil das wirklich ein Bild ist. Da muss man ein bisschen was verstehen, damit dieser Bild funktioniert. Erstmal, das ist ein kompletter Endgame-Endgame-Endgame-Bild. Das heißt, jeder Casual unter euch oder der nicht so viel Zeit investiert, kann diesen Bild leider nicht bauen. Aber es trotzdem versuchen, weil wir haben hier 4 Uber-Uniks, die drin sind. Einmal den Großvati, einmal Sternloser Himmelring, einmal Tyraels Macht und einmal Harlekins Krone. Die 4 sind auch fast alle, ja, die sind alle mandatory. Also ohne geht euch so viel Schaden flöten. Deswegen, ihr braucht auf jeden Fall alle 4. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die am besten bekommt, checkt einfach mal in anderen Videos ab, wie ihr einen Funken bekommt und wie ihr die am besten farmen könnt. Target Farming geht da sowieso nicht, außer bei den Bossen, Duriel, Andariel oder Uber-Bosse, die Level 200er. Aber ja, diese 4 Uber-Uniks sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um die Synergie von dem Bild rauszukriegen. Weil wichtig ist, dass beim Wirbelwind diese Spitzen rauskommen. Weil die Spitzen, ihr seht das schon, immer wenn das ein Gegner trifft, kriegt der Gegner Blutung ab. Deswegen ist das schon sehr wichtig, dass diese Spitzen kommen. Die Gegner werden verwundbar, kriegen Blutung. Und ich habe es eben gesagt, bei den Bossen, da macht ihr dann, dass ihr X ganz schnell hintereinander drückt. Es sieht so aus, als würde ich gedrückt halten, aber ich zünde immer wieder ja, den Wirbelwind. Und das ist gerade bei Bossen sehr wichtig. Deswegen Tyraels macht auf jeden Fall ein wichtiger Part. Dann ganz wichtig, es gibt einen Trick, dass ihr Härtungsrezepte von anderen Klassen nutzen könnt. Das seht ihr hier bei den Waffen. Kritischer Trefferschaden, hier kritischer Trefferschaden, hier kritischer Trefferschaden, auf dem Ring kritischer Trefferschaden, auf dem Amulett kritischer Trefferschaden und
Das könnt ihr machen, indem ihr eure Items, wo ihr kritischen Trefferschaden drauf haben wollt, zum Jäger gebt. Auf dem Jäger gibt es ein Rezept, wo ihr die Härtung Präzisionsfertigkeit machen könnt und dann könnt ihr auf die Waffen und auf den Schmuck Crit-Schaden drauf machen. Dann ganz wichtig, ihr müsst auf dem Ring die Glückstrefferchance haben, dass der Gegner verwundbar wird, weil es im Paragon-Board ganz am Ende einen Punkt gibt, der euch extremen Verwundbarkeitsschaden gibt, beziehungsweise der auf Verwundbarkeitsschaden aufbaut. Und den solltet ihr ungefähr bei 400% haben. Also den Verwundbarkeit sollte bei 400% sein. Crit-Schaden 4000, Verwundbarkeitsschaden 400. Ich habe noch kein perfektes Equip. Wenn ihr mein Bild, der unten natürlich verlinkt ist, nachbaut, sollte am Ende auf jeden Fall 400 zu 4000 bei rauskommen. Das ist so die beste Synergie, weil dann kommt ihr hier am Ende bei 60% raus, um das Maximum aus dem Bild rauszubekommen. Dann ganz wichtig, damit ihr immer unendlich viel Wut habt, braucht ihr auf den Schuhen am besten ein Greater Affix auf Wut pro Sekunde und natürlich auch der sternlosen Himmelring, der ist auf jeden Fall auch mandatory und sehr wichtig, damit ihr mit den Ressourcen klarkommt und durchgehend Ressourcen habt und unendlich Wirbelwind zünden könnt. Der Schaden an sich, der ist gar nicht so hoch, da seid ihr irgendwo bei einer Million, aber der Blutungsschaden, der dann reinprockt, der ist extrem, extrem hoch und geht in die zig Millionen rein und macht dann diesen krassen Schaden. Crit-Chance solltet ihr auf jeden Fall auch sehr hoch haben, ich würde irgendwas sagen zu 60 bis 70%, das bietet sich hier auf jeden Fall an, ihr könnt auf den Handschuhen Crit-Chance haben, ihr habt auf dem sternlosen Himmelring Crit-Chance und auf dem zweiten Ring würde ich auch Crit-Chance drauf machen, über Greater Affix und kritten das Ganze bei der Vollendung. Ganz wichtig, Angriffsgeschwindigkeit ist hier komplett egal. Ihr dürft auf gar keinen Fall auf irgendeinem Item Angriffsgeschwindigkeit haben. Das bringt euch überhaupt gar nichts. Deswegen Crit-Chance, Crit-Schaden, Verwundbarkeitsschaden und ja, dann seid ihr eigentlich good to go. Dann natürlich noch ganz viel Leben, das bleibt euch überlassen. Die Rüstung nicht vernachlässigen, 9300, da bin ich genau drauf gerade. Und natürlich auch die Widerstände auf einem sehr guten Level haben. Mit Tyrael's Macht kommt ihr ja da auf 77 oder 77,5%. Expertise natürlich eigentlich wie immer die Zweihandaxt, weil das die Gegner mehr Verwundbarkeitsschaden macht und erhöhte Crit-Chance gibt bei verwundbaren Gegnern. Und das Paragon-Board, ja, da könnt ihr einfach nachbauen. Da gibt es eigentlich nicht so viel Spannendes, sind die üblichen Sachen wie Crit-Schaden, Zorn. Ihr habt natürlich die Tornado-Glyphe drin, ihr habt natürlich Ausbeuten drin, ihr habt natürlich Marschall drin. Das sind so die Standarddinger, die ihr eigentlich immer beim Barbaren mit drin habt. Ja, dann alle drei Shouts auf jeden Fall, Berserker-Modus mit rein und Wirbelwind als Hauptattack. Wenn ihr euch wundert, wieso Wirbelwind nur Stufe 1 ist, also Level 1, das liegt einfach daran, dass Wirbelwind die Attacke an sich nicht den Schaden macht, sondern wirklich die Blutung und die Staubtornados, die Staubteufel. Deswegen macht ihr hier nur ein Level rein. Ich habe das hier noch erhöht durch Harlekins Krone und auf meinen Handschuhen aktuell Ränge zu Kernfertigkeiten. Ihr könntet hier aber auch Ränge zu Wirbelwind drin haben, um zumindest mal in der Höllenflut und in diesen Casual-Bereichen auch mit dem Wirbelwind an sich guten Schaden zu machen und die Gegner zu besiegen. Ganz wichtig natürlich noch, hier ein Schwert und da ein Schwert. Es gibt jeweils wieder Crit-Schaden und natürlich ganz wichtig, wenn ihr hier bei Fertigungsbaum seid und dann hier eure Attacken auswählen könnt, müsst ihr beim Wirbelwind natürlich das Schwert nehmen, den Großvati. Ja, aber sonst hoffe ich, dass ich alles abgefrühstückt habe. Macht den Bild auf jeden Fall nach, wenn ihr die vier Uber-Uniques habt. Dann ist es auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiler Barb-Bild. Kommt nach Bash-Barb, nach dem Heat-Barb für mich an Position 2 der geilsten und stärksten Builds diese Season. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt zu Diablo 4. Der DLC kommt ja bald, lang ist nicht mehr hin. Wenn wir da neue Informationen bekommen, auf jeden Fall hier den Kanal abchecken. Ansonsten würde ich mich wie immer natürlich über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.